Hey, Hallöchen, ihr Lieben, und weiter geht's hier mit einer Folge House Flipper Pets. Und in der letzten Folge haben wir schon schön weitergebaut, ne? Wir müssen natürlich noch ein bisschen an unserer Bar feilen. Definitiv. Ja, und wo machen wir da denn jetzt weiter? Ach so, ich habe übrigens den Tag-Nacht-Modus mal wieder aktiviert. Auf jeden Fall brauchen wir noch ganz viel Licht, aber wie werde ich das lösen hier? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Ich kann ja auch keine Pfeiler setzen und da Lichter anhängen. Das heißt, wir können hier eigentlich rein theoretisch gesehen nur mit diesen Gartenleuchten arbeiten. Und das sollten wir vielleicht mal machen, bevor die Nacht kommt. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert jetzt, bis es Nacht wird. Und die Frage ist auch, wie hell machen wir das? Wie hell sind die Lichter? Ich weiß es nicht. Würde jetzt auf jeden Fall hier, schalte es schon mal gleich an, ne? An jeder Ecke was setzen. Dann hier am Rand überall, obwohl ich mir noch nicht sicher bin, was ich halt mit dem Rand hier wirklich machen werde. So. So. Machen. Ich stelle auch hier hinten noch eine hin, ne? Und hier stellen wir noch eine hin. So. Und hier auf der Ecke noch eine. Dann hier. Hier. Und hier bin ich immer noch am Überlegen, ob ich hier noch mal was durchziehe. Plattentechnisch. Würde ich halt hier noch eine hinstellen wollen. So. Vielleicht hier noch einer direkt hier vorne. Zack. Jetzt können wir übrigens auch noch einen Pool machen, ne? Stellen wir mal hier noch eine hin. Zack. Mal gucken, wie hell das ist in der Nacht. Da bin ich halt wirklich mal gespannt. Ja, und hier müsste auf jeden Fall eigentlich auch noch mal was hin. So. Stellen wir einfach hier halt noch eine hin. Und schnappe ich mir noch mal diese Bodenplatten. Gott, wie hießen die denn noch mal? Das waren diese Dom. Diese hier waren das. Denn in der Farbe und ich glaube mit dem hellen Stein, right? Ist das korrekt? Das ist korrekt. So. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Ob wir hier noch mal verschieben. Das geht eigentlich, ne? Ich hätte das auch von der Seite machen können, nicht Dovi. Und dann ist ja jetzt auch die Frage, passt das denn nachher wieder alles hier, ne? Das passt hier gerade nicht so wirklich zusammen. Das passt aber zusammen. Also müssen wir von hier ausgehen. So. Achso. Stimmt noch. Ist jetzt aber auch nicht wirklich gerade, ne? Mal gucken, ob das überhaupt geht. Deswegen mache ich das jetzt mal noch nicht weiter. Jetzt brauchen wir nochmal so eine Platte. Das passt ja wie angegossen. Das ist gut. Schön. Ist ja mal herrlich. Genau. So schön. Ja, aber das hier gefällt mir halt wieder nicht so. Jetzt gucke ich mal noch.
Ist das mir nicht so gleich? Ja, das gefällt mir schon besser. Da kommt das hier so ein bisschen hin, ne? Miteinander. Dann würde ich halt die Lampen auch nochmal umstellen wollen. Die natürlich hier auf der Ecke, ne? Halt, wieder anmachen. So. Dann, oder wir packen halt hier nochmal zwei hin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Moment. Weil es muss hell sein. Ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es ausschaut. Dazu muss es erstmal Nacht werden. So, dann können wir hier auf jeden Fall noch eine hinstellen. Zack. Hier stelle ich mal auch nur eine hin. Zack. So. Dann machen wir hier in der Ecke noch eine. Hier noch eine. Dann natürlich hier hinten noch eine. So. Wir haben ja auch noch mehrere gestellt. Lichter kann man nie genug haben. Finde ich immer. Na, hier auf der Ecke sieht jetzt, glaube ich, doof aus, oder? Wenn ich hier noch eine stelle. Ach, egal. Das sieht lustig aus. Also ja, ich muss halt wirklich gucken, wie es im Dunkeln ausschaut. Wir können halt natürlich dann wieder auch welche entfernen, wenn es ein bisschen zu viel ist. Aktuell sieht es mir ein bisschen zu viel aus. Ah, die Lichter, Nella. Ach Gott. Na gut, also das, ne, könnte man hier halt super nochmal als Tanzfläche nehmen. Und ich weiß nicht, Lichterketten. Es gibt wirklich keine. Irgendwie ist mir so, als wenn es sowas gab, aber ich glaube, ich verwechsel das. Ich weiß nicht, kennt ihr Ark? Da gibt es mir nicht auch so viele Mods. Und da gab es halt so eine Lichterketten, ne? Also, wie gesagt, wenn ich es direkt eingebe, zeigt der mir halt gar nichts an. Und unter Kettensäge. Hier vorne Kettensäge in der Mitte gelegt. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Ja, bei der Bar bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz so sicher, ob mir das jetzt hier so gefällt. Das ist halt auch ganz schön eng, oder? Hm. Da muss ich halt wirklich auch nochmal schauen, wie wir das machen. Ja. Abwarten, Tee trinken, würde ich sagen. So. Jo. Jo, jo, jo. Nee, also das hier ist, glaube ich, echt wirklich ein bisschen zu viel in der Reihe. Egal, lassen wir es. Naja, und jetzt haben wir ja halt hier, zwar mit Absicht, halt diese Rasenflächen noch, ne? Und da mische ich halt natürlich dann ganz gerne ein Blümchen reinmachen. Aber ist jetzt nur was für Blümchen machen wir da rein, ne? Große Preisfrage. Hm. Ich fände es halt auch cool, wenn man so eine, sich so eine Wasserbecken bauen könnte. Seht ihr, was ich meine? Sehe ja bestimmt auch richtig cool aus, aber sowas gibt es halt hier noch nicht im Spiel, ne? Die sieht schon hübsch aus, aber die, nee, ist hier nicht rein. Ist too big. Too big. Und die? Aha. Ja, ich wollte eigentlich eher Blümchen haben. Blümchen. Ziersträucher, ne? Mhm. Ah, schauen wir mal noch so ein bisschen hier. Hier sind Rosen halt. Rabattrosen. Sehen ja auch hübsch aus. Könnte man auch mal gelbe nehmen. Oder die schöne rote. Wartet mal. Ich setze mal in jeder Ecke eine Rabattrose rein. So. Ich gucke dann auch am besten immer so von da, ne? Ah? Man natürlich noch die goldene Mitte hinnehmen. So. Das wäre jetzt eine Variante. Boah, das ist groß. Was haben wir denn noch Schönes? Ich hätte gerne noch so eine eher kleineren Pflanzen. Tensien.
Fächer fahren. Und wir müssen auch noch einbuddeln, ne? Kriegen wir hier zwei eigentlich von hin? Nee, ich glaube nicht. Mal nur einen hin. Könnte man jetzt hier so hinsetzen, ne? Vielleicht hätte ich den jetzt noch nicht einbuddeln sollen. Wollte erstmal nur gucken, wie es ausschaut. Ja, da hätte ich mir auch noch andere Varianten wählen können, so andere Farben. Das wäre auch noch gegangen, ne? Sowas hier. Ja gut, jetzt haben wir den schon ausgewählt. Jetzt würde ich halt hier gerne auch noch einen hinsetzen. Hier würde ich gerne noch einen hinsetzen. Hier natürlich. Dann auf dieser Seite hätte ich noch gern einen. Ja, so. Buddeln wir ihn erstmal ein. Na? So, mit Erde bedecken. Zack. Sehr schön. Gartenarbeit ist doch so entspannt, oder? Ich jetzt alles schon eingebuddelt? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ja. Okay, aber irgendwie geht da noch was. Aber was? Was? Hier, sowas Kleines. Klein? Ja, war halt gut. Das war nicht klein. Studentenloom. Da doch 5 drin, ja. Ich glaube, hier müssen wir noch mal schieben, kurz. So. Nee, das nicht. Hätte ich schon gerne noch mal irgendwie so ein Ziergras oder sowas. Alles relativ klein. Die Ziergras ein Ticken größer. Ticken. Das ist ja schönes Flaches hier, ne? Hätte man auch setzen können, sehe ich gerade. Ah, das sind Bäume hier schon wieder alles. Ich glaube, das ist groß. Löwenmaul, okay. Ich glaube noch nach oben. Die Bonsais hier. Das ist glaube ich auch so groß, ne? Ah, wo das geht noch.
War das so? Ist eher so? Setze ich jetzt hier überall mal so noch rein. Muss halt nochmal. Es sieht alles schon wieder viel zu exakt aus, finde ich. Blumen wachsen nicht immer so exakt. Einfach hier überall noch dazwischen kladdeln. Ah. Es sei denn, man pflanzt natürlich so klar, ne? Ja, so. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ganz viele Blumen. So. Aber wie gesagt, sieht schon wieder fast so exakt aus. Vielleicht kann man ja in der Mitte diese eine Rose nochmal wegnehmen und da was anderes für setzen. Irgendwie nochmal doch was Buschigeres. Keine Ahnung. Nee. Was ist denn das hier? Das war glaube ich auch so groß, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr rein. Sind Kletterpflanzen, Hortensien. Die passt aber noch. Mal einfach eine Hortensie noch in der Mitte mit rein. Ja, das ist auch gar nicht ganz genau gerade. Ein Stück weiter rüber wird es trotzdem noch. Okay, machen wir das so. Die kann ich hier erstmal noch da stehen lassen. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ganz viele Blumen. Oder wäre euch das zu viel? Was meint ihr? Ist das schon zu viel? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich sage ja, ich bin keine. Also, ich arbeite ganz gerne im Garten, ne? Aber so an sich, ich bin keine Gartentante, ne? Absolut gar nicht. Ja. So, jetzt lasst uns aber noch mal kurz schauen. Lichter. Das Ding ist ja, dass wir glaube, so hier außen vielleicht doch noch so was Größeres stellen sollten. Dann vielleicht sie da an der Seite wegmachen. Was meint ihr? Dass ich irgendwie... Wartet mal. Es wird übrigens auch gerade dunkel, ne? Ich muss jetzt aufpassen, dass es halt für euch nicht wieder zu dunkel wird im Stream oder beziehungsweise im Video. Deswegen würde ich jetzt hier ganz gerne an der Stelle, ja, das sieht gut aus, hier nochmal eine größere Lampe stellen wollen. Ist es schon zu dunkel? Geht noch, oder? Oh, jetzt sehen wir das nämlich auch mal. Im Dunkeln. So. Ich muss noch mal ganz kurz einfach nur gucken, wie hell die sind. Die sind heller, ne? Diese Dinger hier. Oder kommt mir das nur so vor? Dann hätten wir ja noch die, ne? Ah, die sind ja noch kleiner. Die sind nicht wirklich heller. Aber das Ding war sehr hell hier. Und sowas kannst du hier auch nirgendwo anhängen oder irgendwie so. Das ist halt wirklich nur unten, ne? Können wir halt das noch mit draufstellen. So, dann möchte ich mir die Laterne hier nochmal angucken. Ich glaube, die ist genauso hell wie die andere. So. Wartet mal, jetzt gucken wir mal hier. Die Lampe ist an, aber ich finde das ganz schön dunkel, ehrlich gesagt. Ich gucke halt auch immer, das Coole ist, dass der linke Monitor, den ich habe, der ist auf jeden Fall dunkler. Das ist immer ganz gut, wenn man das auch mal so sieht. Jetzt mache ich mal hier noch hin. Nicht viel heller. Und da hätte ich jetzt so richtig, richtig gern halt Lichterketten. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann gibt es ja noch die ganz kleinen, die man hier setzen kann, ne? Die könnte man jetzt zum Beispiel hier noch so mit reinpflanzen, wenn es denn dann gehen würde. Geht natürlich nicht, habe ich schon alles so gebämst. Okay. Die wären vielleicht was für ein Pool. Die war schöner, ne?
Aber es ist echt dunkel. Aber jetzt können wir uns ja auch mal den Wohnwagen hier von innen angucken mit Licht. Das ist hell genug, glaube ich. Schönes Ambiente. Vielleicht in der Küche könnte man eigentlich, jetzt wo ich es gerade mal sehe, ne? Da gibt es doch diese, ich glaube, es läuft unter Wand, diese Neonröhren. Wisst ihr, was ich meine? Die finde ich immer ganz cool. Wenn man das hier vielleicht noch hier so mit unterbringt. Aber das ist nicht mittig, ne? Weil der Herd nicht mittig ist. Deswegen. Mache ich die hier irgendwie mit hin? Oder hier so? Mache ich die am Fenster nochmal? Macht nicht wirklich was her. Nee, schade. Oh, die geht so nicht. Hier könnte man halt noch sowas setzen. Nee. Nee. Sieht doof aus. Machen wir mal weg. So, naja, aber ne? Vielleicht doch noch eine Deckenleuchte hier ran. Das ist schon recht dunkel. Eine Deckenschaukel. Vielleicht hier noch so eine Korblampe, so in dem Bereich. Ja, jetzt ist es ein bisschen heller, ne? Ist auch fast. Genau. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier ist gar kein Licht drin. Gut, dass wir nochmal nachgucken. La la la. Ei, nice. Kann man hier eigentlich die gleiche Lampe reinbringen, rein theoretisch. Deckenkabel. Schaut mal, hier haben wir so eine Kabel, ne? Keine Deckenleuchten. Lederbezogene dreieckige Deckenplatte. Okay. Ja, was machen wir denn hier rein? Machen wir auf jeden Fall noch nicht, wo ich es halt gerade sehe. Die sehe ich schon mal Fakt, ne? Finde das Licht. Darf halt nicht so weit runterhängen. Ah, schaut mal, hier mal zum Beispiel, ich meine, wir sind im Garten, ne, und so, und es könnte vielleicht ein bisschen, wow, der hängt aber tief, ne, wäre auch noch eine Variante hier gewesen, schaut mal, den kann man sogar benutzen, wieso sehe ich das Ding jetzt erst, aber wenn hier jemand ein bisschen größer ist, ne, ja, ein Problem will ich euch mal sagen, ich finde es cool, aber passt jetzt hier nicht wirklich rein, wenn Decken echt tief sind. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch eine Lampe. Gehen wir doch mal hier rein. Oder wir machen halt... Wir könnten zum Beispiel hier nochmal so ein Leguan reinbringen, ne? Wie groß ist denn der? Ein L? Reicht das? Nee, es reicht nicht. Ist trotzdem noch zu dunkel. Aber ich finde es ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Naja, wartet mal. Was haben wir denn vergessen? Wenn ich jetzt hier gerade mal so gucke. Deckenlampenlicher, Stehlampen. Wir können jetzt hier natürlich... Schaut mal. Noch, zack. So eine Lampen reinbringen. Zack. Sehr schön. Und das reicht mir auch schon. Da brauchen wir gar kein Deckenlicht. Jetzt gehen wir mal ins Bad. Ja, hell genug, oder? Obwohl es mir auch schon fast zu dunkel ist wieder. Sieht man ja auch gar nichts. Meint ihr, wir sollen hier rechts und links auch nochmal irgendwie? Oder vielleicht an der Ecke? Decken, nee, nicht Deckenlampe, sondern Wandlampe. Und da gibt es doch diese hier. Das ist auch nicht viel heller, ne? What? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein wenig heller. Nee, ist es aber nicht.
Ja, hier noch sowas. Naja, das passt jetzt hier nicht wirklich rein. Aber Luxusbad, oder? Das geht doch noch. Ja, das reicht mir jetzt schon wieder fast. Dann vielleicht hier noch auf der Seite nochmal hier oben. Ja. Okay. So können wir unser Bad jetzt schön verhunzen. Nee, es passt schon. Vielleicht noch ein Stück weiter da, damit es so ein bisschen eben gleich ist. So. Ja, so geht das. So gefällt mir das. So, wenn wir jetzt mal hier rausgucken, ist halt ideal. Ich weiß, ihr seht gerade nichts, ne? Ich mache gleich mal Licht, Leute. Aber ich finde das gerade cool, dass man das vielleicht auch macht, wenn, wenn das halt gerade dunkel ist, weil dann siehst du mir nicht, wo du das Licht brauchst, ne? Ja, guck mal, hier auf der Ecke schon mal. Dann würde ich halt hier tatsächlich um den Pool herum mal so ein paar Leuchten machen. Na, hier setzen wir mal wieder auf beiden Seiten was hin. Guck mal, hier so. Hier so nur eine. Hier so. So. Da noch eine. Schaut's mal. Von der Seite nochmal. Hier. Ach, Farbeimer steht hier noch. Ja. Richtig. Ja. Keine Ahnung. Ist immer noch recht dunkel, ne? Brauchen hier irgendwie Stehlampen. Können wir draußen Stehlampen stellen? Wollen wir mal kurz gucken, ob wir die auch draußen hinstellen können? Nehmen wir mal hier so einen Kerzenleuchter. Wie sieht denn das aus? Nee, es passt hier nicht, ne? Wie würde denn so aussehen? Könnte man nicht mal einschalten. Sehr interessant. Weil wir die Lichtschalter hier draußen haben. Oh, deswegen werden wir es auch nicht machen können, weil wir keinen Lichtschalter draußen haben. Einfach mal testen. Ich mach das wieder weg, wenn es halt nicht geht, ne? Auch das geht. Ich passe jetzt hier nicht hin, ne? Jetzt find mal die richtige Lampe für hier draußen. Da gibt's doch eigentlich hier diese. Die wäre doch prädestiniert für sowas, oder? Wenn man hier so, maybe auf der Ecke. Ah, die kann man nicht so einschalten. Nein. Kann ich dann von außen Lichtschalter bauen? Ich glaube, das zählt aber nicht. Lichtschalter. Wenn ich hier außen Lichtschalter hinbaue. Hat das nichts mit dem Licht außen zu tun? Das ist scheiße. Nee, es geht nicht. Also die können wir nicht nehmen, weil wir sie nicht einschalten können. Okay. Ja, wer sucht, der findet. Stehlampen. Oder man packt halt diese Dinger hier noch überall hin. Also sind halt alles, aber nicht hell. Schwierig, aber man kann doch nicht überall so eine Kugel hinsetzen, oder? Das geht hier wieder, ne? Aber wie sieht denn das aus? Ja, ich glaube, draußen hat man halt einfach nicht diese krasse Auswahl. Oh Gott, die ist ja süß, oder? Könnte man hier oben raufstellen. Geht aber auch nicht. Kann ich ja auch nicht machen. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, mir leid, wenn es jetzt ein bisschen dunkel ist, aber beabsichtigt, ja. Wir gehen mal ganz schnell rüber, dann sehen wir wieder ein bisschen mehr. Da muss ich mir noch was einfallen lassen mit dem Licht. Aber das seht ihr, glaube ich, noch, ne?
Wir schauen mal in der nächsten Folge nochmal, wie wir das hinbekommen können mit dem Licht. Da muss es ja noch irgendeine andere Variante geben, dass wir den Garten noch ein bisschen heller bekommen. Man kann halt jetzt hier auch hier drinnen kein Licht reinmachen, ne? Nee. Zeigt das zwar hier so an, ne? Aber kannst halt nichts reinhängen. Jo, wie gesagt, das machen wir mal in der nächsten Folge. Da finden wir bestimmt noch irgendeine Möglichkeit, wie wir das machen können. Ich fände halt auch cool, wenn man in so einem Blumenbeet halt so eine Strahler hat. Kennt ihr die? Die verbaut man so ein bisschen in der Erde und die strahlen halt so nach oben oder so leicht nach schräg halt Dinge an. Und dann hast du halt auch richtig schönes Licht. Ja, vielleicht können wir ja auch von außen hier am Waggon noch was anhängen. Das geht nicht, seht ihr? Das ist halt für innen, ne? Könnten wir dann eine Gartenlampe außen anbauen? War, glaube ich, auch schon probiert. Geht auch nicht. Ja, Hausflipper, das ist nicht schön. Wir brauchen auch Licht außen. Okay, also, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Vielleicht habt ihr auch draußen schon mal irgendwie sowas gemacht und habt noch eine Idee. Ich kann halt hier leider auch nicht mit LED-Strips arbeiten. Nix, geht alles nicht. Ja, würde mich ja interessieren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bye bye.